Die Hochwasserkatastrophe im Süden Russlands und im benachbarten Kasachstan nimmt zunehmend dramatischere Ausmaße an. Angesichts rasant steigender Pegelstände mussten bis zum Mittwoch immer mehr Menschen ihre Häuser verlassen. In Kasachstan wurden nach Angaben der Behörden bereits 100.000 Menschen in Sicherheit gebracht. In Russland rückte die Großstadt Orenburg in den Fokus. Der Ural schwoll hier über Nacht um einen weiteren halben Meter, nachdem der Fluss am Dienstagabend bereits die kritische Marke von 9,30 Meter erreicht hatte. Mehr als 300 Häuser wurden überschwemmt. Allein in der Gegend um Orenburg mussten fast 8000 Menschen evakuiert werden, wie die amtliche Nachrichtenagentur TASS meldete. Das Schlimmste stehe den rund 550.000 Bewohnern von Orenburg jedoch noch bevor, warnten Experten. Bis Donnerstag könnte der Ural um weitere 70 Zentimeter ansteigen. Bereits jetzt handelt es sich um die schlimmsten Überschwemmungen in der Region seit Jahrzehnten. Ausgelöst wurden sie durch Schmelzwasser. Betroffen ist ein riesiges Gebiet im Uralgebirge, im westlichen Sibirien und in Teilen Kasachstans.